Moin, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Spiel Bad North. Ein Strategiespiel, wo die Hauptakteure Wikinger sind und man sein Land beschützen soll. Deswegen schnacken wir erst gar nicht lange, wir gehen direkt rein. Hier. Einstellung? Okay. Deutsch, Blut, ja klar, gerne. Kamera. Okay, neues Spiel. Ich spiele jetzt gerade normal. Schwierigkeit. Achso, gibt nur das. Wir machen normal. Tutorial springen. Nee, machen wir nicht. Wir wollen das Tutorial sehen, denn ich spiele es blind. Ich habe es auch vorher nicht gespielt. Bin froh, wenn ihr dabei seid. Und los geht's. Wird geladen. Neue Kampagne erstellen. Bogenschützen sind im Nahkampf verletzlich. Okay. Vorbereitung der Insel, Insel Molfrey. Dies ist dein Zuhause, Insel Molfrey. Dreh die Kamera. Ey, wie smooth. Ah, schön. Zoom kann ich mit ZR. Wähle deinen Truppen aus, mit R oder L. Okay, bewege den. Befehle deine Truppe sich zu. Wo sollen wir den hinbewegen? Kann ich denn überall hin? Nein. Du kannst den Touchscreen auch im Handheld-Modus verwenden. Geht bei mir jetzt leider nicht, denn wir spielen über den Pro-Controller. Fertige deine Häuser. Wir sehen auch. Okay, noch sehe ich Dach und Boden. Nein. Nein. Okay, müssen wir also verteidigen? Ja, haben wir. Und noch ein Boot. Ah, okay, die wollen wir auch. Lassen wir gleich mal hier rankommen. Ihr kommt mir nicht auf mein Land. Ein bisschen süß aus irgendwie, ne? Okay, letzter Angriff fällt ein. Okay, kommen die. Ein bisschen so der Nebel des Todes, der rundherum ist. Kann der nicht... Ah, okay. Nein. Ihr geht dahin. Ja. Dann. Rennen. Dahin. Haben die es noch da hinten rechtzeitig, bevor die an Land gehen? Diese Molfrey besiegt. Sieg! Dann gibt es schon Kohle für unser Haus, weil die kein Haus angreifen konnten. Du das? Kelvin? Dead. Was bedeutet das denn? Achso, die kann ich jetzt verstärken. Ja. Okay, nächste Insel ist Otteron. Alle Kommandeure ermüdet. Die Kommandeure brauchen Ruhe, bevor sie erneut eingesetzt werden können. Geht zur nächsten Runde, um fortzufahren. Achso, okay. Ja, okay. So, jetzt sind sie alle wieder fertig. Okay. Vorbereitung Otteron. Initialisierung des Spiels. Senden wir. Zoom mal ordentlich raus. Passt. Da ja. Ah, kommen sie, okay. Sehe ich jetzt nichts anderes? Dahin.
Genau, kurz gucken. Bull? Komm gar nicht dahin, wo ich hin. Ja, so, ne? Genau die. Sehr gut. Ah! Okay, warte. Geh mal hin. Komm her, ihr Schweine. Der letzte Wille kommt von da. Oh, jetzt wird's eng. Ja, doch nicht. Hey. Wie konnte er denn... Wie konnte er denn da noch was werfen, die Sau? Okay. Nein. Nein. Noch einen. Wir müssen ja auch gleich viel bekommen. Ich habe wohl keine Lust mehr. Ich hab... Die beiden Akteure habe ich. Hier, nehmen wir uns... Arvne vor. Wir lassen wahrscheinlich die Runde, müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal bringen. Das ist aber auch noch ein Fragezeichen. Was machen wir denn da? Ich glaube, wir gehen jetzt zum Fragezeichen. Bogenschützen sind im Nahkampf verletzlich. Okay, also wir entsenden dann so unsere Leute. Zoom ein bisschen rauf. Ich kann. Genau, wo die ankommen, oder das kann ich sehen. Auffüllen kann man die, so können wir auch. Hier wieder rein und füllen sich auf. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, erstmal hier. Wenn sich die auffüllen kann, das dauert natürlich ein bisschen Zeit, wie man sieht. Können sie ja vielleicht erst erledigen. Schaffen sie das. Okay, es wird jetzt offen in die Kiste, glaube ich. Aber von hinten kommt die auch. Scheiße. Hoch. Ja, auch da hoch. Schnell. Nein, die haben ein Haus zerstört. Mehr. Das ist natürlich schade. Okay, das ist natürlich sehr schade. Eine Bombe habe ich bekommen. Wo können wir denn die Bombe finden? Und das ist tot. Weit verfügbar. Hab ich noch Kevin? Ach so, ja, wahrscheinlich ist der jetzt weg. Kriegt ihr auch wieder neue Kommandeure?
Ich krieg keinen neuen Kommandeur. Was denn hier? Von hier eine. Lassen wir? Ehrenkampf distanziert aus dem Desert. Diese Lage hat Lego Projektil mit Schilden blockiert. Das ist einfach ein Upgrade. Oh, Schatz. Keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Hier unten runter. Die großen Wikinger sind schlagreich. Sei vorsichtig, wenn du ihn. Ich kann nur die entsenden. Okay. Schauen wir mal. Okay, das ist eine Bombe, die man platzieren könnte. Der Bögen, also. Ich muss schon weiter weg sein. Bringt das ja was? Nahkampf sind die ja richtig schlecht. Nein. Oh! Von mehr als weniger Glück. Oh, vielleicht setzen wir die mal hier hoch, die Bogenschützen. Oben ist natürlich noch besser. Behaupte ich mal. Ich weiß es nicht. Die sind aber verdammt schnell, die Gegner, ne? Muss man auch sagen. Also die sind echt verdammt schnell. Okay, also schaffe ich jetzt nicht, wie man sieht. Sterben. Aber was mache ich denn? Okay, ich bin besiegt worden. Ja. Okay. Okay, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht sterben. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, man könnte vielleicht. Okay, wir sind ganz tot. Voll können wir überspringen. Jetzt. Okay, also mal fliehen sollte man, die Option sollte man auch im Kopf behalten. Denn was anderes bringt es nicht. Was anderes bringt es nicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte nicht, dass man gleich komplett tot ist. Ich dachte, man kriegt dann irgendwie, muss man wieder von vorne anfangen oder so. Da muss man ja sowieso, aber trotzdem. Mal zu Hause. Fallback. Oh mein. Bitte. Lass mich passieren. So einfach, wie man denkt. Na komm schon. Hau dich. Angriffswelle. Dahin. Ein Boot. Also ich glaube auf Dings kann ich verzichten hier, wie heißt das? Auf. Auf Bogenschützen kann ich erstmal verzichten. So. Aha. So, sind wieder da. Fraggle. Vorbereitung Insel Fraggle.
mit Schilden können Pfeile ab. Cool. Okay, also wir müssen gucken. Kann ich den löschen? Na gut. Dann senden die mal. Boot direkt auf die Leiche zu. Gut. Den. Kämpft, Leute, kämpft. Mal so. Dann können wir die anderen, glaube ich, gleich. So. Hoch. Wie sind sie? Perfekt. Die Leute haben auch nicht verloren. Sehr gut, sehr gut. Beide haben Upgrade verfügbar. Also werden wir die mal upgraden. Mal. Lasse hier. Vielseitig Nackenverhältnis, die Schläge und Projektil mit Schilden blockiert. Stark. Kommt, mal ein paar Bogenschützen mitnehmen. Defensive Nackenverhältnis, die mit Kriegen kann hervorragende Funktion halten, aber kämpfen wir. Dabei ist es gleich, das macht aber nicht. Jetzt die Frage, welche Insel wir nehmen. Ganz gerne interessant. Fragezeichen bedeutet. Gehen wir mal auf Longay. Wenn deine Kommandeure in der Schlacht fallen. Ach, nicht wesentlich schnell. Brauchst du? Wenden. Die können nur die Treppe da hoch gehen. Man kann ja auch immer sehen, an den gepunkteten Linien kann man, glaube ich, sehen, wo auch die Leute längs laufen können. Also sie müssten ja nach links vorbei. Rechts gibt's die ja nichts. Gegner. An meinen Leuten vorbei.
sehr smoothie und fluffig. Man muss ja auch nicht viel rechnen hier, die Grafikkarte, aber trotzdem. Nice. Letzte andere Welle wieder. Okay. Aber klappen, oder? So viele sind es ja nicht. Wir rennen nicht gleich wieder los und fangen an, unsere Häuser zu. Sehr gut. Kohle dafür. Kriegshorn bekommen. Was? Gut. Was das Kriegshorn ist? Fordert sofort die Verstärkung aus einem Haus an. Das ist doch gut. Kann man aber gebrauchen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen noch mal an. Ja, nehmen wir die Insel. Insel Valorn. Truppen mit Schilden können Pfeile abwehren. Okay, schauen wir mal. Ein Stück Würfelzucker. Also irgendwie ist es ganz witziges Spiel. Für 10 Euro kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Ich glaube, eigentlich kostet es 14,99, aber ich habe noch so viele von den Goldpunkten gehabt. Ganz viele und habe dann da 500 eingesetzt. Okay, jetzt muss ich machen. Okay, guck, weiß nicht, kann das so sein, 1, 2 drauf gehen? Das weiß ich jetzt nicht. Ah. Nicht so gut jetzt gerade jetzt aufzufüllen. Aber kann ich leider nicht. Behindert, ich hätte nicht auffüllen sollen. Laufen wir erstmal hier hin. Upgrades haben wir auch bekommen.
getan. Da hinten sieht es aus wie ein Endgegner da am Lilan. Boss. Wenn hier. Ach, kaufen. Fähigkeiten. Führe von einer Klippe eine Sprungattacke auf Gegner darunter aus. Wer? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es irgendwie ganz nett, das Spiel. Ich werde es auf jeden Fall definitiv weiterspielen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.